Sie retten Leben. Sie stehen Menschen in Gefahrensituationen bei. Sie sind die Helden des Alltags. Aber im Internet stellen sich die Rettungskräfte derzeit ganz anderen Herausforderungen. Die Cold Water Challenge, zu Deutsch die Kaltwasser-Herausforderung, grassiert derzeit im Internet und verleitet Rettungskräfte dazu, sich ordentlich nass zu machen. Das Ganze funktioniert nach dem Schneeballprinzip. Eine Wehr wird nominiert. Die Aufgabe, sich innerhalb von 48 Stunden auf möglichst originelle Weise nass machen und ein Video davon online stellen. Klappt das nicht, müssen Sie die Herausforderer zum Grillabend einladen. Jeder Teilnehmer nominiert drei weitere und so weiter. Und so rollt derzeit eine Lawine von Kaltwasservideos durch das Netz. Zahlreiche Rettungskräfte aus ganz Deutschland haben sich bereits daran beteiligt. Und es werden täglich mehr. Please splash for the taking a bed. Auch vor dem Landkreis Marburg-Biedenkopf macht der Hype nicht Halt. Exemplarisch haben wir die Freiwillige Feuerwehr Kirchhain bei ihrer Challenge begleitet. Das ist eine sogenannte Cold Water Challenge und wir sind nominiert worden von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhain Ansefahr und ja, da machen wir dann halt noch mit. Warum? Warum? Weil es Spaß macht und weil es den Teamgeist fördert und die Kameradschaft. Und dann war das heute Morgen innerhalb von 10 Sekunden beschlossene Sache, dass da heute Abend das Ganze stattfindet. Wie hat denn das angefangen überhaupt mit dem Ding? Kann ich nicht sagen. Irgendeine Feuerwehr wird den Mist gestartet haben und dann ist das irgendwo ein Selbstläufer geworden, würde ich sagen. Und da macht man dann mit? Ja, in Kirchhain auf jeden Fall. Und das nicht nur in Kirchhain und nicht nur bei den Feuerwehren. Auch auf die Lebensretter der DLRG hat der Virus schon übergegriffen. Aber es gibt auch Kritiker. Nicht von jedem wird dieser Spaß positiv bewertet. Aber seien wir mal ehrlich, das Leben ist ernst genug. Und vor allem die Arbeit der Rettungskräfte ist alles andere als angenehm. Wir jedenfalls gönnen ihnen die Freude und warten gespannt auf viele weitere kreative Ideen. Wir nominieren die Freiwillige Feuerwehr Ebstorfer Grund Rauscholzhausen, die Freiwillige Feuerwehr Neustadt-Momberg Wettkampfgruppe und die Feuerwehr Kirchhain Ortsteil Stausebach.